Hallo aus der Natur, ich bin Basti, der Bushbiker. Und letzte Woche habt ihr gesehen, wie ich draußen bei minus 9 Grad übernachtet habe. Und als ich dann heute Morgen, mit meiner Familie draußen unterwegs war, auf dem Eis, kam mir die verrückte Idee, ich könnte ja auch mal auf dem Eis übernachten. Und das werde ich jetzt tun. Wir haben heute Nacht wieder so minus 5 bis minus 9 Grad. Also ähnliche Temperaturen und da werde ich mal meine neue Isomatte ausprobieren. Ich zeige euch mal, was ich heute Nacht dabei habe. Heute ist mein Gepäck schon etwas kleiner. Ich habe mir nämlich eine neue Isomatte gekauft und zwar von Sea-to Summit, die Comfort Light in Large. Die hat einen R-Wert von 4,2 und wiegt nur 695 Gramm. Damit ist mein Gepäck schon wesentlich kleiner. Also ich habe jetzt im Rucksack die beiden Schlafsäcke drin und die Isomatte. Natürlich auch noch von so eine Lampe, die da noch drin steckt, damit ich nachher ein bisschen Licht habe. Und ich habe meine BW-Faltmatte dabei, die ich unter die Isomatte drunter lege, als Schutz einfach. Ich habe auch nochmal gegoogelt, die BW-Faltmatte hat einen R-Wert von irgendwas zwischen 1 und 1,5. Gibt es verschiedene Werte, die man da findet. Da man die R-Werte addieren kann, habe ich dann zusammen mit meiner Isomatte einen R-Wert von 5,2 bis 5,7, irgendwas dazwischen, wahrscheinlich 5,5. Damit sollte ich heute Nacht bei minus 9 Grad ganz gut zurechtkommen. Da bin ich mal gespannt. Also ich bin leicht Gepäck schon etwas näher, nicht mehr so viel Zeug. Was ich mittlerweile herausgefunden habe, ist, dass mein ganz alter Schlafsack, der rote, ist von Snuggledown und ist Modell Telemark. Die Firma Snuggledown gibt es sogar nicht mehr. Die wurde umbenannt in Ayungilak, kommt also aus Norwegen. Wobei Ayungilak jetzt auch nicht mehr eine norwegische Firma ist, sondern mittlerweile zur Schweizer Firma Mammut gehört. Also ja, wie ihr seht, habe ich diesmal schon wesentlich weniger Gepäck dabei. In meinem Fahrradkorb ist wirklich nur eine Kameratasche und die BW-Faltmatte drin. Und dann habe ich den Rucksack dabei. Mehr ist es nicht. Das wird schon besser. Der Aufbau ist wie folgt. Ich habe hier unten meine BW-Faltmatte. Da drauf meine niegelnagelneue Isomatte. Seht ihr das? Dann mein Schlafsack. Meine Schlafsack-Kombi. Die kennt ihr ja schon. Ja, auf dem Eis sieht das Ganze dann so aus. Und hier ist alles Eis. Eis, 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 Eis. Bisschen alle Ferne. Man sieht es gar nicht, so dunkel ist hier. Ja, ich liege jetzt schon hier auf dem Eis. Ich bin ungefähr 8 Meter vom Ufer entfernt. Heute Morgen habe ich gesehen, als ich auf dem Eis rumgelaufen bin, das ist ziemlich dick, also mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Trotzdem, das Eis gibt sehr merkwürdige Geräusche von sich. So ein bisschen mulmig ist mir schon. Wenn es mir zu mulmig wird, lege ich mich dann vielleicht doch drüben auf die eisige Wiese. Naja, mal sehen. Ich hoffe natürlich auch, dass die Isomatten gut isolieren. Nicht, dass mir warm bleibt, das sowieso, aber auch, dass das Eis nicht kalt wird. Aber auch, dass das Eis nicht warm wird. Und falls Eis doch warm werden sollte, nicht durchbrechen sollte, kein Problem, ich habe zwei Wärmepads dabei. Und dann mache ich mir hier schön einen warmen Badetag. Der Vorteil beim Schlafen auf dem Eis ist natürlich, es ist absolut flach, da drückt nichts. Eine super glatte Oberfläche, perfekt. Und heute Nacht ist es auch sternklar. Ich sehe den Orion und den großen Wagen und den Polarstern. Das ist wunderbar. Also es wird herrlich. Ich habe keinen Tarp dabei und nichts. Einfach nur unter dem reinen Sternhimmel auf dem See, wo auch keine Bäume außenrum sind. Man hat einen tollen Blick. Das werde ich jetzt mal richtig genießen. Also, ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen. Na, das war ja eine Nacht. Ruhig ist anders. Das Eis macht ganz schön Geräusche, es knackt und knarzt. Also für mich war es ein bisschen zu unruhig. Jetzt wird es langsam dämmerig und ich werde jetzt langsam aufstehen. Ich habe eigentlich vom Liegen her super geschlafen. Die neue Isomatte ist genial vom Liegen, also viel besser als die alte Aldi-Matte oder Lidl. Man liegt sehr gut drauf. Und ja, warm war es auch wieder, kein Problem. Ich werde erst mein Zeug packen
und erstmal nach Hause fahren. Aber es war toll. Es ist immer noch Sternenhimmel. Naja, Daybreak. Man sieht noch ein paar Sterne, aber ich habe gestern Abend bestimmt noch eine Viertelstunde da gelegen und einfach nur in den Himmel gestarrt, die Sterne angeguckt. Das war wunderbar. Wirklich sehr schön. Jetzt habe ich auch mal eine Nacht auf einem See geschlafen. Hatte ich mir mal vorgehabt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr meine Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao.